Schau, wo wir jetzt los. Ja, erste Großchance von Hannover 96. Ich meine, wer ist das? Härtner. Sebastian Härtner rettet noch auf der Linie. Mumulu jetzt über die rechte Seite, zieht eine Strafe rein bei Teutonia. Der kommt gut rein und das ist das 1:0 für Hannover 96. Der Kapitän Lars Timo Gindorf trifft mit seinem linken Fuß. Starke Reingabe von Mumulu, der da im rechten Strafraum reinzieht und das Ding in den Rückraum reinspielt. Unter anderem, wie du ja schon gesagt hast, auch guter Ball. Und das gibt den Elfmeter für 96. Maximilian Niehögen zeigt auf den Punkt. Yannick Zumack mit seinem Startelfdebüt könnte natürlich jetzt mit einer Parade natürlich gut reinstarten. Er tritt an und verwandelt ihn eiskalt unten rechts. Zumack in der falschen Ecke und damit steht es 0:2 aus der Sicht von FC Teutonia 05. Aber auch diese Flanke findet erstmal keinen Abnehmer. Starke Ball Richtung Zentrum. Viel Gewusel, man weiß nicht, was passiert. Der Abschluss könnte jetzt kommen und er könnte drin sein. Ja, das ist das Tor für FC Teutonia 05. Anschlusstreffer in der 19. Spielminute. Fabian Bistepo trifft. Blickt mal schnell auf den Punkt. Es soll weitergehen. Das ist das 2:1 in der 19. Spielminute. Jetzt Teutonia direkt über die linke Seite. Probiert den nächsten Angriff zu starten. Scheint auf jeden Fall jetzt gepusht vom ersten Treffer. Wollen jetzt aufs nächste treffen. Die Flanke kommt rein, die kommt gut und es ist der Ausgleich. Das 2:2. Es war der Schwung vom ersten Tor. Und sie treffen direkt wieder zum 2:2. Gazi Siala trifft nach der guten Flanke wieder. Und Fabian Bistepo mit seinem zweiten Tor heute. Fortführend. Mit einem weiteren Einwurf von Moustier im Doppelpass mit Gindorf. Moustier mit der Flanke und das ist das Tor für Hannover 96. Gute Hereingabe von Moustier und dann ist es Popovic mit dem Kopf ins lange Eck. Duell führen mit 2:3. Teutonia 5 weniger im Angriffspressing aktuell, probiert ein bisschen abzuwarten und dann diese Bälle hier wie gerade von Siala abzufangen, der auf Dursun nimmt, gießt den Moment und es ist ein Lattentreffer. Fall noch nicht zu Ende. Wir probieren noch eine Aktion weiterzumachen. Noch einmal Siala mitgenommen. Zweiter Lattentreffer innerhalb von 5 Minuten für Teutonia 05. Herner tritt die Ecke, bringt sie rein auf Dursun. Das Ding ist es geklärt und er bringt ihn wieder nicht in die Kiste rein. Opov schlägt das Ding aus gerade mal 3 Metern über das Tor. Hannover probiert die 3 Punkte jetzt einfach irgendwie über die Zeit zu bringen. Gut dabei von Gazi auf Cordes. Cordes außen. Versucht schnell zu machen, macht's gut über außen und tanzt ihn aus. Spielt rein. Und er hält Stalin schon wieder. Riesenchance hier nochmal von Teutonia 05. Wieder gehalten von Toni Stahl. Schiedsrichter Maximilian Niehögen wird die Partie womöglich jetzt abpfeifen. Und dann bleibt es beim 2:3. Die erste Heimpleite für Teutonia in dieser Saison.